Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich über einen ganz bekannten Vers der Bibel lesen, den lesen wir in Johannes 14. Johannes 14 ist für mich das liebste Kapitel der Bibel, ja, weil hier Jesus so ganz besonders auftritt. Er spricht mit seinen Jüngern so liebevoll. Die stellen ihm Fragen, ich denke, die Fragen sind irgendwie ja überflüssig, aber er antwortet. Er nimmt uns so an, wie wir sind. Wir dürfen ihm jede Frage stellen und das lesen wir in diesem Kapitel. Aber da ist noch ein ganz wichtiger Vers, Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größer als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Das ist aber ein Versprechen, ja. Jesus sagt, wir werden, was er getan hat, auch tun können. Und was hat er getan? Johannes sagt, wenn er alles, was er getan hat, da kann man nicht in die Bücher der Welt einschreiben. So viel hat er getan. Er hat jenes Mal dem Sturm gesagt, also schweige Sturm, und da war still das Meer. Er konnte diese 15.000, 20.000 Leute auf einmal füttern mit ein paar Fische und Brote. Er hat verschiedene Krankheiten geheilt. Er hat den toten Lazarus nach 4 Tagen tot noch auferweckt. Er hat wunderbare Sachen getan. Und jetzt ist die Frage, dass wir das auch tun können. Und wir haben viele Beweise, dass Christen haben schon auch ganz große Wunder getan. Ja, aber wie steht es mit dir oder mit mir? Und da ist mir ein Vers aus der Bibel so ganz wichtig geworden, denn lesen wir in Galater 4, 6. Weil ihr in den Kinder seid, hat Gott gesandt den Geist seines Sohnes in eure Herzen, der schreit, Abba, lieber Vater. Er redet hier zu diesen Menschen, die die Kinder Gottes geworden sind. Ja, wie sind sie geworden zu Kinder Gottes? Sie haben geglaubt an Jesus, dass Jesus ihre Sünden auf sich genommen hat, dass Jesus auch für sie gestorben ist, dass Jesus sie rettet von allem, was in dieser Welt also Böses ist, so dass wir rein bleiben können vor Gott. Er ist auferstanden, nicht nur in Jerusalem, aber auch in jedem Herz. Und das ist das Besondere. Aber was geschieht dann? Weil manche sagen, sie sind bekehrt, aber sie lieben Gott nicht. Man sieht es nicht in ihrem Leben, dass sie ihn wirklich lieben. Aber hier ist etwas, durch den Heiligen Geist spricht ein Mensch, Abba, lieber Vater. Er schreit zu ihm, steht es sogar, Abba, lieber Vater, also mein lieber Papa, mein lieber Vater. Du verspürst diese Liebe, die fließt durch dich und du sagst, mein lieber Vater. Für mich ist es ganz besonders, ich konnte es nicht so meinem Vater sagen. Ja, es ist, viele haben solche Väter, die können sagen, mein lieber Vater. Sie haben so ein Vertrauen, so ein herzliches Verhältnis. Ich wollte immer zu meinen Söhnen, Kindern auch so sein, dass sie kommen und sagen, mein lieber Papa, helf mir oder bete für mich oder tue was. Aber dieses oder einfach, mein lieber Vater, dass ich dich habe. Und ich denke, wenn so ein Kranker oder jemand, wenn er so betet zu Gott und sagt, Papa, lieber Vater, ich bin krank, du hast es mir dazu zugeschickt. Ich weiß nicht, warum, du weißt es, aber warum? Wenn ich muss sterben, dann will ich zu dir im Himmel. Ich will mit dir sein ewig. Ich will dich sehen, weil ich dich liebe über alles. Oder heile mich, denn du hast gesagt in deinem Wort, dass dir ist kein Ding unmöglich. Ja, so kann man mit einem Vater reden, wenn du wirklich diese Liebe fließt. Wenn die Liebe da ist. Und da möchte ich noch diesen Text, den ich auch oft verwende, wenn ich bete für Kranke, Johannes, Jesaja 53, 5. Aber er ist um unser Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir sind geheilt durch die Wunden Jesu. Von der Sünde, von allem, allem sind wir geheilt. Durch die Wunden Jesu, durch sein Blut, durch sein Kommen in diese Welt, dass er hier den Willen Vater erfüllt hat und ist am Kreuz gestorben und auf sich die Sünde der ganzen Welt genommen hat, sind wir auch geheilt. Und ich denke, wenn ich diese Worte auch hier sage, so aus dieser Liebe zu ihm, aus diesem Verhältnis, das entsteht, also diese Beziehung zu Gott, wenn die Beziehung wirklich lebendig ist, dann kann ich so sagen. Und dann ist für mich es ganz egal, ob ich jetzt auch sterben werde oder auch leben werde.
weil ich bin mit ihm verbunden. Das ist so stark, dieses wirklich, aber lieber Vater, und das kommt noch durch den Heiligen Geist, weil wir wahrscheinlich doch nicht so es so wirklich im Glauben es aussprechen können. Dazu brauchen wir diesen Heiligen Geist im Herzen. Und dann sagen wir es. Und dann fließt die Heilung. Und dann fließt auch diese Gotteskindschaft wirklich, weil wir seine Kinder sind. Wir nehmen seinen Willen an, so wie er ist. Und ich habe schon von jemandem gehört, wenn jemand sagt, ich bin bereit auf Sterben, dann wird er aber ganz schnell geheilt. Weil er gar nicht hängt an diesem Leben. Er lebt so für Jesus und weiß, so wie es wird, so ist es für Gott besser. Aber er will die Menschen heilen. Und besonders aber, wenn wir für jemanden beten, der nicht diese Beziehung hat, dann steht es für uns, legt die Hände auf, betet für die Leute, spricht diese Worte aus, betet für alle Menschen. Gott wird es schon tun, so wie er es will, denn er will den Menschen helfen. Danke Gott, dass wir dich haben, Vater, aber lieber Vater, danke dir. Amen.